freue mich, dass ich Sulis Reisen heute in Berlin sehe und auch Clemens Reisen ist da. Ich frage euch jetzt, was erwartet ihr euch heute vom Tag in Berlin? Ja, generell möchten wir halt einfach mal auf uns aufmerksam machen. Wir waren die Branche, die als erstes nicht mehr fahren durfte und werden die Letzten sein, die wieder fahren dürfen. Und deswegen wollen wir halt zeigen, dass es uns noch gibt und dass wir nicht in Vergessenheit geraten. Jetzt sind gestern Gelder entschieden worden für den ÖPNV, gibt man 170 Millionen anscheinend raus. Was halten Sie davon? Das ist schon mal der erste Anfang und es sind da schon ein Zeichen. Nur für unsere beiden Betriebe ist es nicht relevant, weil wir keinen ÖPNV fahren. Ja, wir fahren reinen Reiseverkehr, wir fahren amerikanischer Schienenverkehr, freigestellter Schienenverkehr. Dafür werden die Gelder aber nicht zu uns ankommen. Man hat von BDO und von RDA-Seite, von GPK-Seite auch mit der Bundesregierung schon auch auf Ebenen verhandelt, Schadenersatz zu bekommen pro Standtag des Busses, 250 Euro, 300 Euro pro Tag pro Bus. Wie sehen Sie diese Summe? Für mich, ich könnte mit der Summe umgehen, ganz klar. Ich würde mich eigentlich generell über alles freuen, was kommt, aber die 250 Euro aufwärts ist schon realistisch, denke ich, und darauf sollte man aufbauen. Und man müsste halt jetzt demnächst einmal zielführend sein und die Gespräche ein bisschen schneller voranbringen. Das wäre unsere Bitte. Was halten Sie davon, dass der BDO heute nicht offiziell hier mit dabei ist? Ich glaube, das ist besser eine Frage für den Clemens, weil ich habe für die Verbände meine eigene Meinung, die ich im Verband eher selber kundtun möchte. Also ich habe letzte Woche mit dem Verband telefoniert, mit unserem Landesverband telefoniert. Die Gespräche dahin, die waren letzter nicht sehr positiv, was meine Anstellung zum Verband betrifft. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Da können wir nachher mal privat drüber reden, ja. Ohne dass das jetzt aufgenommen wird und so weiter. Okay. Weil da ist schon einiges am Laufen, was nicht in die richtige Richtung geht. Meine persönliche Meinung. Ansonsten hoffen wir alle Busunternehmer, hoffen das, dass wir nach dieser Krise gestärkt wieder weitermachen für alle. Ich bin in der Busfahrt, ich habe auch im Verband letzte Woche gesagt, es wird jetzt langsam Zeit, dass in den nächsten Wochen, wir haben keine Zeit mehr, dass in den nächsten Wochen hier was passiert, dass nicht wir unsere Gelder bekommen. Schon stehen von den 3600 Omnibusbetrieben, stehen 3000 mit Sicherheit still. Ja. Also die Zahl der Betriebe in Deutschland, die nicht mehr weiterkommen, ist immens. Aber es ist halt eigentlich die Aufgabe eines Verbandes, das auch deutlich zu zeigen. Genau. Das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, aber das, was jetzt in Berlin da ist, alles individuelle Einzelbetriebe, und das finden wir gut, dass sie da sind und auch zeigen, dass es sie gibt. Finden wir auch gut und wir finden auch sehr schade, dass sich hier vom Verbandsseiten nicht immer einer von seinem hohen Ross herunter bemüht und sich hier eine Basis zeigt. Ne? Weil wir sind beide auch Verbandsmitglieder und hätte man sich heute schon können, mal ein bisschen austauschen und mal ein bisschen auf Kritik hinweisen. Und der Verband die Kritik vielleicht auch können einbringen, umsetzen, wie auch immer. Ne? Ob sie das dann als ihren Erfolg verkaufen, haben wir kein Problem damit. Ja? Weil im Prinzip schneiden wir alles das Gleiche. Wir haben am Dienstag.